Leute, und willkommen zu einem weiteren hörenlosen Part von Let's Play Together Super Mario Brothers mit Marco und mir. Servus, grüezi. Okay, kann, verdammt, das erste Mal haben wir Welt 1 abgeschlossen und jetzt darf ich mich hier vor Marco bei Welt 2 durchquälen. Und es wird nicht schön sein. Okay, Bilanz des ersten Parts. Joro hat den ersten Death vor mir bekommen, aber ich habe den ersten Game Over vor ihm bekommen. Und Marco wird jetzt ab jetzt sozusagen Save States nutzen und ich noch nicht, bis ich Game Over gegangen. Also ich mach Saves, aber ich nutze sie erst, wenn ich Game Over. Also ich nutze sie so lange, bis ich Game Over gehe, aber dann werde ich sie erst aktivieren. Und stimmt alle! Andere Bilanz, ich werde von nun an immer ein Level hinter Joro sein. Marco, nein, es ist wir, ja. Wenn wir beide andauernd verrecken, dann ist es ja lustig. Also aber. Ich meine, noch bin ich nicht Game Over gegangen. Ja, noch. Und wenn wir wieder ein One-Up haben, dann werden wir keine Save States machen. Merkt ihr das? Weiß ich doch. Hä? Yes, aber was? So. Alter, guck mal, wie die Zeit rast. Das ist nicht normal, ey. Da war sogar Super Mario World viel langsamer. Wenn die Zeit doch nur so schnell in der Arbeits- oder Schulwelt vorbeigehen würde. Ja, und dann einfach die Zeit verlangsamen in der Freizeit. Ja. Schreibt doch mal eure Gedanken, wie ihr darüber denkt. Ja, das könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, dazu sind sie ja da. Ja, und ihr könnt es auch auslachen, das ist natürlich auch klar. Ja, auslachen tun sie uns schon. Okay. Ich will viele Münzen, damit ich One-Ups bekomme. Ich achte jetzt auf Münzen hier. Ich habe im ersten Part gesagt, durch Münzen One-Ups zu bekommen ist auch schwer und das stimmt. Verdammt, ich dachte, da wäre so ein... Oi! AB. Ich hasse diese Trampoline, by the way. Du kannst sie nicht kontrollieren. So, da jetzt der Kackboon das Level abgeschlossen hat, kommt jetzt der Meister dran. Und ich habe Feuer weggekriegt. Ach ja. Warte! Haben wir wieder Schweizer Geburtstag? Was? Ach, du checkst es nicht. Ach so! Nein, heute ist nicht der 1. August. Warum aber, nicht? Aber die sind irgendwie 4 Tage zu früh. Ich hab noch nicht Geburtstag. Oh ja. Ihr wisst, wir nehmen das am 12. Oktober auf, weil irgendwie habe ich das Gefühl, wenn du das an einem späteren Tag hochlädst, kommt das echt scheiße rüber. Kommen die raus, wenn ich da stehe? Nein. Nein, hey, also. Wo war die Feuerblume? Ich glaube, da auf der untersten Reihe. Aber da sind schon mal viele. Ich sag da unten. Ich achte auch auf Münzen, HB Frott. 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 Tschüss. Ich glaube, der kommt zurück. Er kommt zurück. Oder auch nicht. Okay, ganz. Items. Toll. Das ist... Hä? Okay, ich glaube, die Verblumen habe ich später gekriegt. Davon. Ich denke, dass du Zeit hast. HB auf den Zeit. HB auf den Zeit? What? Wow! Das war jetzt random! Wieso ist der Goomba zurückgegangen? Das verstehe ich gar nicht. Tschüss, stirb! Weil die Leiche von Goomba noch lag! Wow. Hey, wo war die Feuerblume, Gottverdammt? Lass dir Zeit, oi! Stirb nicht. Hatte ich nicht vor. Gut, umso besser. Siehste, Marco, ich versuche nett zu sein. Und ich versuche HBs zu essen. Das ist eben ein schlechtes Ziel. Ich glaube, da oben waren die, oder? Mir Wurst. Ach scheiße, ich muss da hoch. Ich hab mal... stimmt, ich muss ja Saves machen, gut! Nein! Du Hurensohn, jetzt hast du mich abgelenkt! Ja, du hast mich auch einmal abgelenkt. Ja toll, ich weiß, was passieren wird, ich weiß... Nein, ich wusste es, aber noch nicht durch dich! Warte, hast du ein Game Over? Ja, ja, okay, ich muss Save laden. Ey, komm! Oh, ach, Mann! Und natürlich hast du mein Toad gesaved, also da, wo ich leben verloren. Mein Toad? Na! Okay, Joe, halt die Fresse, ich brauche jetzt Concentration. Okay. Was? Wow. Ja, toll. Du hast nicht ewig Zeit. Puh, Zeit ist was für vergängliche Leute. Ich brauche diesen Pilz. Ignoriere den Pilz, du hast jetzt gleich nur noch 100 angebliche Sekunden. Und zwar jetzt. Jetzt hör bitte erstmal die schnelle Musik hören, das wollte ich doch die ganze Zeit. Ja, ja. Oh, will er hüpfen? Oh, ich will das schaffen. Boah. Keine Steuerung. Mario ist der Fette von uns 7.
Nein, Unterwasserlevel! Ich hasse solche Welt. Ich hasse Wasserlevel. Ich hasse es, ich hasse es, ich hasse es. Warte mal, gibt's hier die Fettfische schon, in die du reingeschwommen bist? Der? Nein, die fetten Fische. Nein, hier nicht. Okay. La, la, la. Ja, toll. Das Level wird für dich so einfach. Nein, nicht unbedingt. Diese Tintenfische nerven mich ab und zu. Und die Strömung ist da stark. Nein! Nicht sterben! Nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Nein! Nein, nein! Nein, nein! So. Ich kann nicht mal da drüber hüpfen, das ist das Unfaire. Tja, das verdient halt den. Harvey. Nein. Nein, das den Harvey-Rito. Nein, das verdient einfach nur einen normalen Block. Ah! Ja, danke. Wenigstens hat er nicht mehr seine scheiß Feuerblume. Ich kriege bald einen One-Up! Nein. Nein, du stirbst davor, du stirbst davor, du stirbst davor. Noch eine Münze! Du stirbst davor! Nein, nein, nein! Oh Gott! Trotzdem kannst du sterben, bitte. Na, jetzt sterbe ich. Durch. Okay, so schwer ist das Level nicht, aber dafür bist du lang. Controller, danke. Ich drücke immer auf den falschen Analogstick, ey. Hui! Verdammt. Verdammt. Entschuldigung. Vater Orca. Warte, wer war das? Der Name kam mir gerade in den Sinn, wer ist das? Ein Orca? Nein, Vater Orca. Ach, das ist der Typ aus Wind Waker, der dir das Schwert gibt und beziehungsweise dir die Techniken beibringt, dieser alte Knacker mit dem Speer. Ah ja, stimmt. Ich krieg bald die Wii U mit dem Pack. Mit dem Zelda-Pack? Ja. Geil. Hast du dir vorbestellt, oder was? Ja. Du habe Friedhof, man. Oh! Oh, Alter! Ah ja, stimmt, bei dir muss ich selbst jetzt mal ein bisschen One-Up. Verschwindet! Da, la. Ach du Scheiße, jetzt bin ich tot. Nein, warte! Auf den Boden kommen sie nicht. Die kommen nicht auf den Boden, aber leider sterbe ich. Nein, nein, verpfeif dich, du Knecht. Es kommen zwei! Es war eine Ehre, mit dir gearbeitet zu haben. Nein, die kommen hier nicht auf den Boden. Das ist das Aber Gute. Wie kommst du bitte rauf? Ja, Achso, bis die Fische verschwinden. Safe. Ja. Lala. Das müsst ihr immer wissen. Die kommen nicht auf den Boden. Aber lauf und schwimm weg. Jetzt kommt die böse Stelle mit der Strömung. Wow! Das hat immer eine Strömung. Nur die erkennt man nicht. Scheiße! Nicht den Tisch verkloppen, du hast keinen Controller, also gib nicht an mit der Hand. Einfach dann gleich nur noch. Jetzt auf die Taste und schwimmen! Mann, es gibt wirklich kein Level, wo ich nicht sterbe, ey. Das ist doch alles noch einfache Scheiße. Ey, man, lass du das Level gleich durch. Ja, aber eigentlich gibt's keine Hammerbrüder hier, die mir meinen Sieg verstellen können. Die geht später. Ja, scheiße. Und die Hammerbrüder sind in dem Spiel so unfair. Muss ich mal gesagt haben. Fishy Level! Ich hasse Fishy Levels. Fishy! 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 Also hier werde ich wahrscheinlich wieder sterben. Boah, in den Arsch gesprungen. Out! So. Jetzt haben wir wieder. Wenn ich das schaff, dann gebe ich mir den Real Life HB. Du stirbst auch an den Fischen. Die heißen wieso sag ich Fische? Sind Cheep Cheeps. Ja. Du weißt, man weiß halt nie. Doch gleich Vergiss es. Ich schaff das. What the fuck? Nein! So billig! So billig! Warte, ich bin Game Over. Was? Achso. Ja, danke. Warn mich halt vor, ich war gerade am Heulen. Ja, müsstest damit rechnen, du hast noch keinen. Warte, in den Arsch gesprungen! Siehste? Es ist ja auch passiert. Warte, ich weiß, dass er kommt. Ich weiß, dass er kommt! Boah, da war er. Du kriegst bald einen One-Up. Das war so billig, der Tod. Ich bin so geskillt durchgekommen und dann bin ich runtergefallen. Oh, Mann, mein Gott. Jetzt darf ich mich da nochmal durchquälen. Jetzt hat Marco wieder hier die Führung. Ich habe den Führerschein.
Den Führerschein. Zumindest habe ich ihn bald, hoffe ich. Bin mir aber nicht sicher, ob ich dann gleich Game Over gehe. Nein, du hast ja 2 Burn-Ups. Stand das da? Ich hab's nicht gesehen. Hey, du hast doch dein... Ah nein, warte! Nein, jetzt hast du nur noch 1, stimmt. Scheiß auf das... Game Over gehen! Heute scheiß... nicht! Scheiß auf die Items. Ich scheiß dich drauf. Warte mal, es gibt doch auch noch ein schwieriges Level von diesen Fischen, das in Welt 7 oder so kommt, gell? Ja, da werden wir weinen. Ich weine ja jetzt schon fast. Nein, ich weine auch hier schon. Aber ich sammle hier die Münzen. Also, falls ihr mich jemals real life in einem LP weinen hört, dann ruft bitte sofort die Klapse. Renn, Luigi! Guck mal, guck wieso mal. Wieso hüpfst du nicht? Wieso hüpfst du nicht? Jetzt, wo nicht mal mehr eine Gefahr war, sagt er Renn, Luigi. Ja, ich will einfach das Ding überqueren, ohne den Fehler zu machen. Oh nein, hier hat meine Misere angefangen, im Bowser Castle. Nein, das war davor. Ja, ich meine ja im anderen, aber ab dem Bowser Castle. Okay, erstmal anschauen. Der Pilz ist geschenkt, ja, aber, ja, ja. Marco, du weißt schon, also, sollen wir schon mal spoilern? Ach, warte mal, das ist ja das... Oh, warte, unten oder oben? Ich glaube oben. Was wolltest du? Ich spoiler schon mal, später, wenn wir dann die 8. Welt abgeschlossen haben, werden wir dann, wird es dann Special-Welten geben, in denen die ganzen Level, die wir gespielt haben, vorkommen, einfach nur schwieriger. Ach, die A-Level, gell? Ja, ich nenne die Special-Level. Du kannst das umüberspringen. Scheiße, hätte ich tun sollen. Warte, du kannst Glück hoffen, dass du ein One-Up hast. Ja, das ist ja mein Pech. Sag mir doch mal, wo du mich safen lässt. Deine Sache, nicht meine, und hol dir die Münzen da. Die legen wenigstens schön auf den Präsentierteller hier. Deine Oma legt auf den Präsentierteller. HP. Scheiße. Achtung, damit so ein Fest, musst du einfach rennen. Okay, ich mach dich fertig, du Hurensohn! What? Hä? Ach, egal. Ich bin gegen das rote Teil gesprungen, aber dann bin ich runtergeknallt. Oh, Choro, Toad und sein Vater. Also wenn jemals ein Toad so redet, dann gibt's den Nintendo HB. Beweg dich! Aber ganz ehrlich, ich kann die Toad-Stimme eigentlich ziemlich lustig, wenn ich mal einen auf Idiot mache. Gib's zu. Ja, die klang echt lustig, deswegen ist es ja so, die klang richtig Psycho. Ja! Wie hast du dich immer entschuldigt? Oh! Renn, Luigi! Ich hab irgendwie meine Pass. Choro, sollen wir die Speziallevel dann eigentlich auch spielen, oder? Aber mit Save Stack! Bitte, lass mich Game Over gehen! Bitte, 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 bitte! Fuck! Bitch! Okay, jetzt muss ich meinen Vorsprung ausweiten, denn in den späteren Level weiß ich, dass Choro besser als ich sein wird. Sei aber nein! Boah! Warte, dann komm zurück, oder? Nein. So, dann werden wir den Part noch nicht wenden, bis ich das Castle geschafft habe. Ja. Außer du gehst drauf. Ich werde nicht drauf gehen, aber dann wird das unsynchron. Egal, dann machen wir halt nicht eine Welt pro Part. Ja, einfach der erste Part sollte die erste Welt sein. Okay? Ja, Deal. Gut, dann sind wir jetzt alle glücklich. Außer du bist nämlich noch in Bowser Castle. Ja, so wie du! Damals! Damals, ich dachte schon, ey. Ja, damals, wie spät ist, ich glaube vor 20 Jahren war das. Nicht mal! Ja, dann halt länger, okay? Nein, nicht mal heißt früher, du Depp. Ich dachte, du hast den Idiotentest bestanden. Ich hab die Resultate nicht. Also schwörst du, wenn du weniger als 95% richtig hast, dann bist du echt ein Idiot. Aber das bist du halt. Warte, komm da nicht ein Hammer, Bruder, ich wusste es! Töten! Töten! Ach egal, lauf einfach! Nein! Boah! Safe! Safe das mal, weil die Trampoline sind assi. Ja, ich hab's. Safe. So. Safe. Kommt da noch was? Ich glaub, ja. Da kriegst du noch Items. Warum in die Richtung? Egal. Ja, die Richtung war damals auch scheiße. Da sollte, glaub ich, das Item sein. Oder nicht, glaub, da üben. Über. Da üben? Nein, nicht. Da halt rechts unten! Verbreif dich. Oh. Dankeschön! Erst darfst du die töten. Oh, Massaker. Ich gehe lieber oben lang. Oh nein, achso, ich dachte. Oh nein, später kommen doch auch noch Windspielchen hinzu, gell? Ich
glaub schon, ich bin mir nicht sicher, kam das irgendwo? Oder es war in Lost Levels, wo du halt mit Trampolin und Wind arbeiten musst. Ah, das war in Lost Levels. Ja, okay, das ist viel zu assi für Teil 1. So, Joe, schaff das jetzt gefälligst. Ich kann nichts, jemand wirft mich auf Skype an! Egal, ich spiele sowieso mit Saves, also da kann nichts schief gehen. Nur das Dumme ist, jetzt muss ich schon wieder 100 Münzen sammeln. Mein Ziel ist es immer 100 Münzen hier zu sammeln, keine Ahnung wieso. Jump. Jump! Ich wollte schon sagen, warum kommt er direkt? Entschuldigung. Ich brauche meinen Apfelsaft, ey. Dann trägt er live, jetzt werdet ihr alle live erleben, wie er seinen Apfelsaft trägt. Ich habe ihn schon getrunken. Aber du hast es getrunken. Ja, ich habe schon oft in meinen Let's Plays was getrunken. Oh, wieso immer lande ich da drauf? Hey. Gott, ich kann zum Glück auf den Pilz haben, sonst hätte ich rumgeheult. Tust du doch auch jetzt schon. Nein, ich schreie. Das ist was anderes. Guck dir einfach das Bowser-Bild im Hintergrund an, wie es dich schön anlächelt. Es lächelt bald. Ja, voll in die Fresse. Ja, du bist ja auch bei ihm aber gestorben, also sag hier nichts. Nein, aber nicht bei dem. Ja, und vor allem nicht zweimal. Hey, warte mal, Joe, gehst du überhaupt Game Over? Ja, ich gehe Game Over. Woher willst du das wissen? Ich hab's vorhin gesehen! Okay. Wir werden mein Game Over Screen nicht einschalten. Voll. Ich habe die Save State gemacht und. Wieso kann ich dich nicht töten, Mann? Und das sind Welt 2! Ich wisst ihr was? Ich werde jetzt wie das mit Bum Bum machen. Renn! Oh, klappt ja. Jetzt kann ich gleich wieder die Stimme machen. Thank you, Luigi! But I'm Princess is an other cast! Okay. Das ist einfach so psycho, ey. Okay, sorry, Leute. Oh, fuck. Okay, dann. Scheiße. Wie kann ich Pause öffnen? Zurück irgendwie Start! Oder töte den Koopa. Oh! Jetzt drück auf Pause, ich hab gesaved. Egal, jetzt passiert eh nichts. Scheiße, ich weiß nicht, wie die Pause da, endlich. Da, Moment, stopp, safe. Okay, dann kann ich jetzt schon mal sagen, falls euch der Part gefallen hat, könnt ihr es gerne mit einem Daumen nach oben, einem Favorisieren des Videos, einem Verbreiten des Videos, einem Abonnieren unseres Channels, sein Channel steht in der Videobeschreibung. Und meiner findet ihr ganz normal hier, wo dieses Video geuploadet wurde, ganz klar. Das würde uns sehr unterstützen und freuen und wir sehen uns dann zum nächsten Part, wenn es in der Schneewelt weitergeht. Bis dann und Hadechu.